Ich weiß nicht. Diese Kuchenform würde hier nichts nützen. Also ich kann es ja nicht umfüllen. Ich behalte lieber mein Schneehörnchen. Nein, behalte es lieber nicht. Kann ich es pfeffern und dann da reinschmeißen? Gepfefferte Güte. Ich behalte lieber mein Schneehörnchen. Das braucht nicht eingesetzt werden. Bisschen Dressing. Matschig. Ich behalte lieber mein Schneehörnchen. Warte, kann ich das noch... Da ist jetzt Kleber drin. Kann ich das noch ekliger machen? Das braucht nicht eingeseift zu werden. Was wäre noch ekliger als Tofu? Bohnenquark. Da drin... Was? Spielgeld nützt hier nicht viel. Spielgeld nützt Komm, hier der nicht gute viel. Alte Zauberstab. Der Zauberstab hat keine Wirkung darauf. Hätte ja sein können. Ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen. Was mache ich jetzt mit diesem ekelhaften Schneehörnchen? Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Hoppla, mein Schneehörnchen ist geschmolzen. Aber dann ist ja jetzt alles weg. Hä, ist jetzt... Das ist nicht gut, wenn alles weg ist. Ich möchte ein einfaches Schneehörnchen, bitte. Okay. Tschüss dann. Aber was ist denn das Offensichtliche? Ich dachte, dass ich das dann alles da reinpack und schmeißen kann, aber jetzt ist ja sowieso alles weg. Das braucht nicht eingeseift zu werden. Also ich kann kein ekelhaftes Schneehörnchen mehr machen. Was ist denn offensichtlich? Offensichtlich ist doch, dass ich irgendwie... Hoppla, mein Schneehörnchen ist geschmolzen. Ja, komm halt die Schnauze. Ich will auf die Achterbahn. Ich will hier gerne schießen, aber das funktioniert nicht. Dann mach doch was anderes. Aber was denn? Gefühlt... Ich kann auch hier gar nichts mehr machen sonst. Und warum kann ich mir ein Schneehörnchen kaufen? Es muss ja einen Grund haben. Oder? Ich nehme dieses alte Schneehörnchen. Ich möchte ein einfaches Schneehörnchen, bitte. Okay, Junge. Ich hätte das eklige Schneehörnchen wirklich gern gegessen. So, ich hau jetzt wieder Pfeffer drauf, einfach weil es funktioniert hat. Pfefferte Güte. Das will ich nicht niederdrücken. Naja, warum nicht? Ich behalte lieber mein Schneehörnchen. Ich meine, das kann ich halt noch 1000 Mal essen. Ich glaube, das wird halt nichts ändern. Ich behalte lieber mein Schneehörnchen. Ich behalte lieber mein... Ich behalte lieber mein Schneehörnchen. Schieß los, was für ein Kinderlied? Ein Kinderlied mit Eis? Fällt mir spontan nichts ein. Das will ich nicht niederdrücken. Schade, ich dachte, dass der Luftballon nicht wegfliegt. Ich kann einen Ballon nicht damit benutzen. Okay, das Eis lass mal weg. Aber... Pfeffereis. Hierfür müsste ich wachsen. Fruchtzwerge gibt's hier nicht, oder? Moray ist immer noch angepisst. Ich hätte ihn wirklich so gerne mitgenommen. Mary? Mit dir spreche ich nicht mehr. Das hier kann ich ja leider nicht klauen oder essen. Bleib davon weg! Die Ratte hat nichts wirklich mehr zu erzählen. Hier haben wir unseren Preis geholt. Und mit dem wollen wir eigentlich nicht reden. Wegen Pantomime.
Er ist ein Pantomime. Er spricht nicht. Kann ich hier Pfeffer reingeben, damit er niesen muss und sich als Nicht-Pantomime outet? Das braucht keine weitere Würze. Ein Versuch war es wert. Nies. Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Nies? Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Nies? Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Okay, niemand außer mir mag Pfeffer. Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Ich dachte, damit er nicht mehr so stinkt. Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Warte, um ihn fliegen ja... kreisen ja schon die Fliegen. Er stinkt also auch. Willst du das vielleicht? Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Ich stehe wirklich auf dem Schlauch. Es lief anfangs so gut und jetzt... jetzt das? Welches Kinderlied? Und jetzt habe ich halt noch weniger dabei. Backe, backe, Kuchen. Ich meine, ich habe eine Kuchenform. Aber aus was backe ich denn jetzt einen Besser Kuchen? Nicht. Ich habe doch gar nichts zum Kuchen backen. Du musst haben 7 Sachen. Das ist ewig her. Ich kann das nicht mehr auswendig. Und dann wäre auch die Frage, wo kriege ich diese 7 Sachen her? Hier einfach dazu packen. Wie sieht der Kuchen denn aus? Hey, was machst du da drüben? Der hier? Irgendwie nicht. Gefunden. Oh, glückseliger Alter Clown-Klassiker. Tag. Wir sind gerettet. Ich wollte ja bloß... Brauchen wir nicht, Junge. Wie Rasierschau... Das braucht nicht eingeseift zu werden. Ich habe eine Kuchenform voller Rasiercreme. Ich dachte, ich muss es erst mit Wasser. Ja, da habe ich nicht dran gedacht. Dankeschön. Klappt das jetzt? Ja. Was treibst du da? Ich habe diesen Kuchen gefunden, Mister. Danke, kleiner Ich. Warte eine Sekunde. Das ist kein echter Kuchen. Er ist nicht schwer genug. Was versuchst du eigentlich hier abzuziehen, Nervensäge? Ist nicht schwer genug. Mach dir nichts draus. Nun ist es eine schwere Kuchenform voller Rasiercreme. Geil. Ich krieg meinen Anker doch noch. Was machst du da vorne? Ich habe diesen Kuchen gefunden, Mister. Hä? Ah ja. Oh, das wird hoffentlich richtig schieß wehtun. Schieß schon, ja. Nicht jetzt. Oh, aber ich will die Kanone schießen sehen. Verdrück dich, du halbe Portion. Denk mal nach. Ich bezahle dein Gehalt. Komm willst schon. Willst du, dass ich LeChuck erzähle, dass du hier unzufriedene Kinder herumlaufen hast? Okay, okay, du Kleiner. Ja, Mann. Ja. Hast du was gehört? Nein. Seltsam. Vielleicht ist es die Akustik dieses stinkenden Riesenkopfes. Schnauze, Kleiner. Wurde diese Leiche gerade von Affen entführt? Das ist gruselig. Und kriege ich meinen Anker wieder? Juhu, stinkender Rattenkerl. Hey, raus da, du Mistkerl. Schieß doch. Na, was willst du denn dagegen machen, du verlauster Sack? Das wird dir eine Lehre sein. Voll frech. Habe ich jetzt Sahne? Als ob ich jetzt... Ich hebe mir diese Gebäckstückchen lieber für ein anderes Mal auf. Kann ich die einfach essen? Kann ich mir damit einen Bart machen? Es fühlt sich köstlich an. Es fühlt sich okay. Kann ich das pfeffern? Das braucht keine weitere Würze. Zum Glück. Aber was mache ich jetzt damit? Kann ich das auf ein Eis packen? Und dann ist das bestimmt voll lecker. Mmh.
Ich möchte ein einfaches Schneehörnchen, bitte. Okay, also kann ich es praktisch gar nicht schaffen, weil ich sowieso nie zuhöre. Tschüss dann. Diese Meringue sieht lecker aus. Warum? Jetzt ist es einfach instant ekelhaft. Gepfefferte Güte. Krieg ich das noch ekliger? Es braucht nicht eingeseift zu werden. Diese Meringue sieht lecker aus. Was soll passieren? Naja, der Pfeffer macht es wenigstens erträglich. Ach, und das stört ihn nicht mal? War aber nicht die Lösung. Ich möchte ein einfaches Schneehörnchen, bitte. Oh, küss dann. Ach so, die Meringue macht... Hä, als ob die Meringue das eklig macht. Diese Meringue sieht lecker aus. Okay. Ich würde irgendjemandem gerne das Ding unterjubeln. Aber hier schmilzt das ja schon. Hoppla, mein Schneehörnchen ist geschmolzen. Schade. Aber wie... Ich muss so groß sein, wie dieser Affe zeigt, wie... Kann ich mir das Ding als Horn einfach auf die Stirn kleben? Dann sage ich, ich bin ein Horn und dann komme ich da durch? Ich möchte ein einfaches Schneehörnchen, bitte. Oh, tschüss dann. Nein, mit dir selber. Hoppla, mein Schneehörnchen ist geschmolzen. Ja, klar. Ich hebe mir diese Gebäckstückchen lieber für ein anderes Mal auf. Und das muss auch irgendwas hiermit, denke ich, noch auf sich haben, oder? Das braucht nicht eingeseift zu werden. Versuch was wert. Ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen. Ich wüsste jetzt nicht, ob da irgendjemand mal was gesagt hat. Ich darf da nicht durch, weil ich zu klein bin. Und zu jung. Dabei bin ich 20. Aber wie soll ich denn jetzt da drauf kommen? Da muss ich ja irgendwie alles einfach ausprobieren. Das ist doch scheiße. Mit dir spreche ich nicht mehr. Ja. Kutterköter ist wirklich cool, hä? Oh ja, er ist ein echter Heiliger. Er ist ja viel talentierter als jeder gewöhnliche Rattenmann. Hätten wir Chuck doch zuhören sollen? Ein großes Hundekostüm und er verwandelt sich in eine Primadonna. Du weißt, was ich meine. Ich meine, er wollte ja seinen Plan grundsätzlich... Ich wette, der Kutterköter bekommt viel Geld bezahlt, richtig? Und was wäre, wollte wenn? Er den ja offenbaren. Es setzt kein besonderes Talent voraus, einen großen Welpen zur Attraktion zu machen. Nun, Kinder dazu zu kriegen, sich bei einer Riesenratte herumzutreiben. Das ist Kunst. Ich wette, sein Anzug stinkt irgendwo nicht einmal. Schon. Weißt du fängst wirklich an, mir auf den Wecker zu fallen. Ich wette, der Kutterköter könnte dich verdreschen. Könnte er nicht. Ich wette doch. Ich sag dir was, Kleiner. Kann ich die gegeneinander aufwiegeln? Gehst du nicht hin und schlägst ihn, kommst danach zurück und erzählst mir, was passiert ist, hä? Schon gut. Bin ich dabei. Nun, das ist nicht sehr nett, kleiner Junge. Komm schon, hör auf, deinen Kumpel Kutterköter zu schlagen. Du bist nicht mein Kumpel. Ich warne dich nicht noch einmal, Kleiner. Ach ja? Hör besser auf damit. Na gut, ich hab ihn geschlagen, also. Hafenratte, was sagst du jetzt? Ach, jetzt interessiert's nicht mehr? Bin ich der Dann Einzige, nerv ich ihn der weiter. Von diesem schrecklichen Gestank angeekelt ist? Okay, der Anzug stinkt. Wir haben es gehört. Alle mal herkommen, um den Rattenmann zur Schnecke zu machen. Ich hau
Auf jeden Fall noch ein paar Mal drauf, aber ich dachte, ich kann ihm jetzt wirklich Bescheid sagen, weil das ja eigentlich der Deal war. Das macht man ja generell mit Jahrmarkt-Maskottchen so. Auf den Wecker, Kleiner. Ach ja? Alles klar, das reicht. Jetzt gibt's Saures, du kleiner Mistkerl. Was? Au, er hat mich gebissen. Gib mir die Haare wieder, Kleiner. Du ruinierst das Kostüm. Kommt überhaupt nicht in Frage. Er kämpft unfair, er beißt. Ich darf ihn jetzt also nicht mehr schlagen, aber ich habe Haare. Kann ich damit jetzt beweisen, dass ich ihn geschlagen habe? Rein theoretisch ja schon, oder? Bin ich der Einzige, der von diesem schrecklichen Gestank angeekelt ist? Okay. Der Anzug stinkt. Wir haben es gehört. Alle mal herkommen, um den Rattenmann zur Schnecke zu machen. Kann ich ihm die Haare einfach geben? Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Hier, Murray, hast du eine Perücke? Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Das braucht nicht eingeseift zu werden. Nee, okay. Aber sonst... Ist sonst noch irgendwas? Lass mich auf die Achterbahn. Nichts da. Die Achterbahn ist nur für große Kinder. Weiter so. Kann ich jetzt ein haariges Eis machen? Das ist auch ganz toll. Ich nehme... Ich hab's mir anders überlegt. Ich will kein Schneehörnchen. Tschüss dann. Da war die Maus zu schnell. Ich möchte ein einfaches Schneehörnchen, bitte. Okay. Tschüss dann. Haarig. Ja, das ist schon wirklich sehr ekelhaft. Diese Meringue sieht lecker aus. Gepfefferte Güte. Werde ich davon jetzt... Ach, weißt du was? Vielleicht ist es das Gegenmittel. Naja, der Pfeffer macht es wenigstens erträglich. Oh, Gefrierbrand! Sehr gut. Oh... Es haben noch die Haare gefehlt. Die wichtigste Zutat von allen. Der dreiköpfige Affe, na klar. Wir haben schon so viel davon gehört. Wo sind sie? Wo ist wer? Kann ich... Ich würde halt einfach mal alles mitnehmen, ne? Nein. Dynamo auf Elektrik. Spring wieder rein. Hallo? Ja. Hier sind sie. Ach nee, ist ja nicht wirklich. Sonst auch nichts wirklich Interessantes. Sie sagte, sie wolle nur mal eben ihre Nase pudern. Seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen. Ich kann nicht glauben, dass ich schon wieder darauf reingefallen bin. Die zieht bestimmt Kokain. Nun steh still, Junge, damit ich dich verbrennen kann. Weiß ich nicht. Guck mal hier, das ist nass. Verdammt. Autsch! Okay, schön langsam mit dem Mauszeiger, sonst sehe ich wieder nur die Hälfte. Oh. Zu spät zum Aussteigen. Was? Ich steige hier überall mal aus. Wir gucken uns alles an. Gefallenes Seil. Dankeschön. Oh, Toothrod. Cool. Ich denke, mit diesen Puppen können wir generell nicht wirklich was machen, oder? Dann nehmen wir mal die nächste Ausfahrt.
Du schon wieder! Du bist mit meiner Achterbahn gefahren. Warum bist du nicht in der Lava gekocht worden? Elaine muss an der Steuerung gespielt und die Strecke umgeleitet haben. Muss wohl getan haben. Wird noch mein Tod sein. Mal wieder. Verflucht nochmal, ich kann nicht anders als das Kind zu lieben. Fress den Flammentod, Threepwood! Nein, bitte nicht. Kann ich... irgendwas machen? Autsch! Nein, ich kann nicht immer nur reinfallen. Wenn er das auf den rummacht, wäre das natürlich... eigentlich sehr praktisch. Aber brauche ich nicht die Flasche mit Öl dafür? Das Problem ist mit der... ich dachte, mit dem nächsten Karren kommt er. Gib mir das. Ah, das ist... besser nicht. Es ist LeChuck. Warte, kann ich das Seil da drin tränken und als Lunte benutzen für das Rumpfass? Ich komme aber an die Laterne gerade nicht mehr ran, ne? Es wäre zumindest ein Versuch wert. Zu spät zum Aussteigen. Ja, okay. Hier fahren wir nochmal durch. Beim nächsten fahre ich auch nochmal durch. Ich müsste einmal kurz zur Laterne. Glaube ich. Vielleicht sollte ich es aber auch nur rum. Das ist jetzt aber mit Öl, ja? Nee. Na, ich weiß nicht. Ich habe den Wagen verpasst. Mist. Wally. Sonst sehe ich jetzt hier aktuell nichts. LeChuck ist wieder da. Ich werde dich durch diese Achterbahn verfolgen, bis du mein untoter Sklave bist, Threepwood. Ja, kannst ja versuchen. Wir hauen mal ab. Autsch! Vielleicht doch das Seil mit dem, in dem Rumtränken?